Herzlich willkommen zum Gemüsefarm-Podcast und auch heute an meiner Seite der gute alte Tom Arte. Und heute, ja, nehmen wir uns mal ein bisschen Kritik an, ne? Jo, hallo Arti, hallo Leute. Genau, wir machen heute mal was anderes. Wir haben nämlich einige ziemlich kritische Kommentare bekommen unter unser Video zu dem Thema Halal-Dating von den Datteltätern. Das haben wir uns ja gemeinsam hier angeschaut und ein bisschen besprochen. Und ja, wir dachten einfach, es mal spannend, auf Kritik einzugehen. Ich meine, ist jetzt nicht so, als käme das bei uns nicht an. Lass uns einfach mal drüber sprechen. Dann fange ich mal mit dem ersten Kommentar an. Ja. Willst Von du den vorlesen? ja, 46 Maraskizi. Eine gute Freundin von mir ist Katholikin und wünscht sich selbst einen Mann, der gläubig ist. Am Ende wünscht man sich eben das, was man auch lebt. Ist doch total legitim. Zumal deutlich wird, dass er ja von Beginn an nicht neutral an die Sache rangeht. Direkt schon in Minute 3. Die Schwester sagt, Maschallah. Einer von euch beiden muss kurz pausieren, um das zu wiederholen. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Was soll das? Umgekehrt die Frage, würdet ihr eine gläubige Muslima daten? Ihr würdet ja auch denken, dass es nicht passt, weil die Lebensarten zu unterschiedlich sind, oder? Im Übrigen ist das auch bei Christen in den USA so. In Deutschland ist es ja eher komisch, religiös zu sein, als nicht religiös. In den USA beispielsweise komplett umgekehrt. Da wirst du in den meisten Regionen schief angeschaut, wenn du sagst, dass du nicht an Jesus glaubst. Ja, also vielleicht zu dem Okay. Ende, USA ist halt so, es sind halt die USA. Das ist jetzt nicht, worum es in dem Video ja ging. Ja, ich versuche mal hier so ein bisschen die Kernkritik rauszulesen. Und zwar ist sie natürlich, dass wir hier befangen an die Sache gehen. Nicht neutral. Da muss ich sagen, ja, hat der, die Kritikerin natürlich völlig recht. Also, ja, also ist ja prinzipiell so, die Videos, die wir hier besprechen, wir versuchen ja irgendwas zu erwischen, wo wir sagen, oh Gott, das gefällt uns nicht. Das ist irgendwie Verschwendung von öffentlich-rechtlichen Steuergeldern oder ist übelst links, übelst einseitig. Ich muss jetzt sagen, bei dem, das wird sich auch durch die folgenden Kritiken so ziehen, ich habe das selber gemerkt, wie wir das Video geschaut haben, dass es mir ein bisschen schwierig fiel, immer mal was zu sagen. Also das Problem oder vielleicht zu unserem Vorgehen generell. Wir schauen uns hier die Videos an und dann kommentieren wir das und wir schneiden absolut nichts. Also, was ihr seht am Ende, das ist genau das, wie wir es sehen. Also, Ja. genau. Also, wir tun uns auch nicht vorher das Video anschauen oder so. Und wir waren ja beide, ich erinnere mich noch so drauf, dass wir am Anfang ziemlich viel gesagt haben, ja, die sind ja sympathisch und so und alles toll. Was uns dann hinten raus gestört hat am meisten, war halt das ganze Konzept. Also was ich meine, ist dieses ganze Konzept, dass wir jetzt hier überhaupt so eine Art Dating-Show von öffentlich-rechtlichem Geld finanziert in Deutschland haben, das erste Dating für Muslime. Und da frage ich mich einfach, wozu braucht man das? Wozu brauche ich das von öffentlich-rechtlichen Geldern? Und was ist der Sinn, also auch gesellschaftlich? Weil das ist meiner Meinung nach dem Thema Integration entgegenstehen. So, und jetzt spricht hier die Kommentatoren an. Klar, ich will natürlich jemanden, der im Idealfall meiner Religion ist. Also gerade wenn mir die Religion wichtig ist. Ich kenne Aber da aber auch. frage ich. Entschuldigung? Entschuldigung, mach fertig. Sag, du hast fertig, Ja, fertig. ich mache noch kurz den Punkt fertig. Aber das Ding, also an sich ist es ja auch durchaus legitim, dass die hier alle jemanden suchen, der ebenfalls muslimisch ist. Aber ja, das Problem ist halt, warum sehen wir überhaupt dieses Format? Und um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, was ich meinte, oder was ich sagen will, mir fiel es tatsächlich ein bisschen schwer, manchmal Kritik anzubringen, weil die Leute, die wir jetzt hier gesehen haben vor der Kamera, das sind ja eigentlich nur irgendwelche Leute gewesen. Das waren jetzt keine politischen Aktivisten oder so. Das waren einfach Privatpersonen, sage ich mal im weitesten Sinne, die ihr persönliches Glück suchen. Und ja, klar, da, also muss ich selber sagen, mir kam es manchmal ein bisschen unfair vor, auf die abzumetteln. Deswegen waren wir auch eigentlich, finde ich, ziemlich im Rahmen. Also wir haben jetzt nicht die persönlich, denke ich, angegriffen, aber so das Konzept, das ist halt, wo ich sage, da gehört die Kritik hin. Dieses Konzept der Sendung. Und wie gesagt, es ist halt von uns finanziert, diese Sendung. Und deswegen ist halt Kritik schon mal, also die verbietet sich nicht, sondern die muss halt sein. Und der Punkt hier mit der Katholikin, also ich kenne genügend Leute, die
evangelisch oder katholisch sind, die halt ja, einen Lebenspartner haben, der ja, atheistisch ist oder agnostisch oder was weiß ich nicht. Die Konstellation jetzt mit Katholik und Muslim kenne ich nicht persönlich. Ist aber, glaube ich, so eine ja, Lokalitätsfrage schlussendlich hier. Also hier gibt es jetzt noch nicht so viele Muslime, ne? Deswegen. In Deutschland gibt es 4 Millionen. Nee, ist hier bei uns um die Ecke sozusagen. Ach so, Ja. okay. Und die Frage, ob ich eine gläubige Muslima daten würde, würde ich verneinen. Muss ich ehrlich gesagt auch sagen, würde ich verneinen. Und auch da wieder, Eine Christin, um ja. das nochmal rauszustellen. Also, dass die Leute jetzt hier muslimisch sind und einen anderen Muslim suchen, finde ich ja okay. Die Kritik ging jetzt nicht an die Privatperson. Das Konzept der Sendung, das will ich kritisieren. Warum wird uns denn hier sowas vorgesetzt von Geldern, dass Muslim sucht Muslim? Warum muss ich das finanzieren? Das hat doch überhaupt keinen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, auch jetzt im Sinne von Integration nicht. Weil Integration nach Hartmut Esser ist eigentlich Assimilation, also Vermischung. Dass die Ankommenden am Ende gar nicht mehr wieder, gar nicht zu unterscheiden sind, abgesehen jetzt vielleicht vom Aussehen von der Mehrheitsgesellschaft. Ich denke, wenn man ehrlich ist, soll mit solchen Sendungen ja eine gewisse Beeinflussung stattfinden, dass das eben ja doch ganz normal ist mittlerweile in Deutschland. Ja, sicherlich, Dahin soll die sicherlich. Reise gehen. Gut, ich merke schon, wir haben jetzt ganz schön viel Ja, gelabert, wir nehmen aber viel vorweg für die anderen Kommentare wahrscheinlich auch, ne? ja, das wahrscheinlich wird sich das alles so ein bisschen doppeln, aber naja, klar. Es hatte ja oft einen ähnlichen Ton. Und ich kann auch die Kritik an der Stelle verstehen, dass die Leute sagen, ja, wir haben jetzt zu sehr auf die 5, 6 Menschen da vor der Kamera abgehatet. Das kann ich schon nachvollziehen. Das sollte nicht so ankommen. Naja, also meinerseits zum Teil aus gutem Grund, aber das haben wir bei späteren Kommentaren. Ich muss mich Genau, bloß kommen wir nochmal später korrigieren, zu. weil ich sagte, ich würde auch eine Christin daten. Das, was heutzutage unter einer Christin verstanden wird, oder ein Christ an sich, ist halt in der Regel so ein, ja, bin halt in der Kirche so und gehe da ein paar Mal im Jahr hin. So einen richtigen Hardcore-Christen habe ich nur einmal kennengelernt. Die Frage, Ja. ach so, naja, die Frage wäre halt, ob du jemanden datest, der nicht deiner Religion ist. Also, ich denke, wenn du jetzt atheistisch bist, ist eigentlich gar nicht mal so relevant. Aber wenn du halt jetzt wirklich sehr streng christlich bist, dann ein Muslim daten, klar, das ist schwierig. Und genauso andersrum. Wenn du muslimisch bist, dann einen Christen Ja, daten. die Frage kannst du besser beantworten, ne? Also aus meiner gottlosen Sicht sozusagen käme es auf die Religion an und auf denjenigen, wie sehr die Religion vor sich hergetragen wird. Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, wie das wieder ankommt, aber so ist es halt. Also mit einer Muslimin, das würde nicht laufen. Also das würde einfach nicht funktionieren. Zumindest mit einer, die das wirklich ernst nimmt. Also die Kopftuch trägt und alles und ja, und dann das ganze Thema Mohammed, also was den angeht, aber gut, das machen wir jetzt keiner auf das Fass, aber ich habe da Das eher so kommt eine hohe später. Meinung. Okay, ich mache mal den nächsten Kommentar. Ja. So, So jetzt. lange wie ich Technikboomer das Jetzt haben wir hinbekomme. eine Premiere, genau. Oh, geil. Oh. Das ist jetzt super. Du ziehst es rein und wunderbar. Okay, den lese ich mal vor, ganz kurz und knackig. Wow, dachte, es wäre interessant, das alles aus einer anderen Sicht zu sehen, aber die Podcasts sind einfach darauf aus, etwas zu kritisieren. Das, was ihr labert, ist absolut Klischee. Ja, und dann wäre es an der Stelle halt schön, die Klischees aufzuzählen. Ja. Das kann ich halt überall drunter setzen, so ein Kommentar. Ja. Ja, natürlich, irgendwas müssen wir kritisieren, wenn wir, also, wozu schauen wir uns eine Sendung an, wo wir sagen, oh, das ist ja eins zu eins unsere Ja. Linie, das ist ja, wer will das sehen, wem nützt das? Bei der Sendung war halt Ja. wirklich das Problem, dass eigentlich erst ab der Hälfte wir wirklich an dem Konzept kritisiert haben. Und am Anfang haben wir auch selber gesagt, naja, es war eigentlich ganz nett, sympathische Leute und so. Und ja. Also wenn wir jetzt mal den Religionsaspekt ausklammern, dieser Ansatz an sich mit, dass jemand anders mal die potenziellen Kandidaten begutachtet und so, ist ja schön. Das gab es ja auch schon ja, so ähnlich mit hier Herzblatt oder wie das hieß, wo der Moderator dann so Fragen gestellt hat. Ne? Das war doch, glaube ich, das, ne? Ja. Ne?
Also an sich ist das Konzept okay, nur halt mit diesem Religionskontext. Ja. Ja, und Ja. vor allem, dass meine Hauptkritik ist halt, warum zahlen wir das? Also wozu? Wozu? Wozu einfach Klar. überhaupt Datteltäter finanzieren von Funk? Ich verstehe es nicht. Ja, Wozu klar. brauchen wir überhaupt YouTube-Kanäle und wozu diesen? Ja. Gut, nächster? Oder? Ja, ich würde schon sagen, also zu dem können wir jetzt gar nicht so viel sagen. Oh, man bleibt da hier Wir drin. sind zwei rechte Dullis, was erwartet ihr? Natürlich ist es eklig, ja. So. Machst du den noch? Der nächste ist ja dann wieder länger. okay, Bitte? genau. Ich finde das Format vollkommen banal. Meinetwegen was, was im normalen Privatfernsehen genauso wie diese ganze andere banale Scheiße laufen kann. Aber warum muss das auf einem öffentlich-rechtlichen Kanal laufen, der durch Zwangsgebühren finanziert wird? Es ist weder Bildung noch Information. Es ist jede beliebige Dating-Show, die es zuhauf gibt, eben auf Moslems getrimmt. Ich habe grundsätzlich nichts gegen das Format, aber es gehört für mich nicht in den ÖRR. Kann ich jetzt so unterschreiben. Das war jetzt natürlich auch hier keine Kritik an uns. War genau der Punkt, den wir vorher gemacht hatten, vor 2 Minuten. Ja, genau. Okay, Ja, dann. zufälliger Kommentar. Den haben wir geschrieben, meinst du das? ja. Okay, gleich der nächste. So. So, So, willst du nochmal? Jasmin75 schreibt: Eure Meinung zum Islam ist mir nicht von Bedeutung. Jedoch wollte ich eure klischeehafte Denkweise kritisieren. Es ist nicht okay, jemanden aufgrund seiner Überzeugung als narzisstisches Monster darzustellen. Außerdem bin ich der Meinung, dass es vollkommen legitim ist, sich einen Partner mit derselben Religionszugehörigkeit zu wünschen. Es wurde davon gesprochen, dass es für dich egal wäre, eine Christin zu daten. Wäre es ja auch egal? In einem Partner sucht man die Person, die dich versteht und das Leben mit dir lebt. Es ist also nicht okay, jemanden als Partner haben zu wollen, mit dem man sich eine Zukunft vorstellen kann. Das hat auch nichts mit Integrität zu tun. Gott als Antwort auf jede Frage zu kritisieren, ist verständlich. Dennoch mein Appell: sachlicher kritisieren. Das ganze Video wirkt ziemlich herablassend. Gut. Wo fangen wir hier an? Es ist so ein bisschen wie der erste Kommentar, finde ich. Ja. Also ich lese hier auch wieder raus, dass wir uns so ein bisschen an den Personen abgearbeitet haben. Weißt du? Aber gut, da kann ich jetzt an der Stelle mal sagen, was Ja, mich an den los. Personen halt gestört hat, ist, dass sie alle so, ah, ich bin super guter Muslim und ich nehme das voll ernst und so. Und dann hören sie halt Musik und sie trägt kein Kopftuch. Und das sind halt alles so, ja, nicht unbedingt Todsünden, aber es sind schon eigentlich harte No-Gos im Islam. Das Ja, stößt mir sauer auf. auch was das Mädel anhatte. Also, wir haben im Nachgang gemeint, wir haben das nicht so on stream gesagt, viele der Beteiligten haben einfach gelarpt. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, das kommt von Live-Action-Roleplay. Ja, haben halt so getan, als ob so, oh, ich bin ja so religiös. Also, gerade die Protagonistin da, die den Partner gesucht hat, die auch Sängerin ist. Und ich habe im Nachgang mir mal den Spaß erlaubt und bin auf der ihr Instagram-Profil gegangen. Also, sorry, beim besten Willen, was die für Bilder zeigen, so sonderlich muslimisch ist sie nicht, auch wenn die das in jedem Post von sich lässt. Das hat, Ja. denke ich, eher andere Gründe, dass man halt damit gewisse Leute erreichen kann, Aufmerksamkeit bekommt. Und auch, dass da jeder rausgekegelt wurde, der so ein bisschen gesagt hat, naja, so ganz mit dem Islam nehme ich es jetzt nicht ernst, ist ja sofort gekickt worden. Ja, und das kann ich beim besten Willen nachvollziehen an der Stelle, muss ich sagen, weil eben das Mädel überhaupt nicht so religiös wirkte. Also zum Beispiel den Ehen, ich glaube, das war gleich der erste, den sie rausgekehlt hat. Ja, dieser Große, der gesagt hat, ja, Religion finde ich interessant, aber muss ich jetzt selber eine haben oder so, zack, war der raus. Also ich hätte fast gedacht, der würde eher noch zu der passen. Also, weil die schien mir, naja, ganz ehrlich, weil die Protagonistin, die schien mir auch eher so die Schiene. Also, auch dieses ganze Ding, ja, ich habe seit 2 Jahren übelst die marokkanische Kultur für mich entdeckt. Also, das hat für mich alles so, ja, so was LARPing-mäßiges. Also, ich gebe jetzt was vor, irgendwas zu sein. Ich spiele jetzt Richtig, was. richtig. Ich spiele jetzt religiös. Ja.
Ich glaube, der zweite Typ, der rausgekegelt wurde, war doch dieser, ich sag mal, Konvertit oder so, der gesagt hat, früher ging ich mal in die Kirche, Ja, das mache ich jetzt nicht mehr genau. oder so. Dann war der auch gleich weg. Ja, genau. Und am Ende, wen sie sich rauspickt, ist natürlich der, der die ganze Zeit von wegen labert Allah, Allah, Religion und Ja. ja, naja. Ansonsten We kann ich das hier unterschreiben mit, was steht hier, Sachlicher dass man kritisieren? sich das wünschen kann, mit der Partner mit derselben Religion zu haben. Du kannst dir viele Sachen wünschen, natürlich. Ist doch alles legitim. Ja. Ich wollte noch was zum letzten Satz sagen. Hier mein Appell, sachlicher kritisieren. Das ganze Video wirkt jetzt ziemlich herablassend. Ich denke, der Eindruck entsteht jetzt, ist jetzt wirklich entstanden, weil wir halt gezwungenermaßen über diese Privatpersonen hier sprechen mussten, die vor der Kamera waren. Also unsere, Ja, das noch um es stimmt. noch zum tausendmal zu wiederholen, unsere Kritik am meisten sollte natürlich an das Konzept gehen dieser Sendung, dass wir diese Sendung überhaupt haben. Und sie stehen halt ein bisschen in der Schusslinie dann. Die stehen Lässt leider an der sich. Schusslinie, ja. Aber ganz ehrlich, also, man hätte es noch viel herablassender machen können, wenn man gewollt hätte. Ja, muss Oder? ich auch sagen. Also ich verstehe es so halb. Also gerade weil, wie gesagt, wir haben ja so bis zur Hälfte auch die ganze Zeit gesagt, ja, die wirken ja eigentlich alle sympathisch und so. Klar haben wir manchmal unsere Witzchen gemacht, aber ich meine, wie gesagt, was erwartet? Wir sind ja zwei rechte Ossis, die Und hier irgendwas im Internet rumlabern. Also. wir haben ja sogar das Islamfass nicht aufgemacht. Das hätte sich Nö, ja eigentlich eigentlich nicht. angeboten, wenn die das die ganze Ach. Zeit so hochhiefen, dass es so toll ist und so. Ja. Haben wir nicht gemacht, dann wäre das wirklich ein anderes Video geworden. Na gut, So das könnte man es sagen. hatte auch keinen Platz einfach in dem Video. Gut, nächster Kommentar würde ich sagen. Ja. Arti, unser cooler Techniker, sieht hier das Ja. nicht so wild Ruhe rein. hier. Wir haben es genannt Salz vom PNG. Okay, geil. Okay, ich lese mal. Wie Jung. heißt der Benutzer? Oh, der heißt Yogas Bonitos, Yogas Bonito D6702. Ich habe es jetzt mal irgendwie Nicht Spanisch schlecht. ausgesprochen. Keine Ahnung. Jungs, Punkt, Punkt, Punkt. Jeder mit Migrationshintergrund oder grundsätzlich etwas Lebenserfahrung schüttelt bei jedem Satz von euch nur den Kopf. Sowas Planloses wie ihr habe ich noch nie gesehen. Und da hat er uns nicht mal gesehen. Und dann wundert ihr euch, warum Leute mit Background nicht mit Bio-Deutschen zusammenkommen oder heiraten. Wie soll das denn funktionieren, wenn bei euch nur Fragezeichen über euren Köpfen schweben? Stellt euch doch mal ein Date mit der jungen Dame vor. Das wäre doch der absolut vorprogrammierte Reinfall. Bitte erwägt die Möglichkeit, dass ihr ziemlich hängen geblieben seid und mal ein bisschen in der Welt rumkommen müsst, damit etwas Hoffnung für euch besteht. Ja, danke sehr. Also ich sag mal so, ich denke, wir beide haben auch etwas Lebenserfahrung mittlerweile. Und sind auch, denke ich, in der Welt ein bisschen rumgekommen. Ja. Ja, und sind beide zum Schluss gekommen, naja, muslimische Welt ist jetzt nicht ganz so unser Traumland. favorisiertes, ja, unser Traumland, weder räumlich noch gedanklich. Ja, ich kann dazu Aber fast mehr gar nicht anscheinend sagen. liegt es an unseren Videos, dass Leute mit Migrationshintergrund mit dem Bio-Deutsch nicht zusammenkommen. Unter anderem, ja, es liegt an Leuten wie uns. Ja. oder es funktioniert halt an sich nicht, die ganze Sache. Ja, naja, was er meint natürlich, dass es Leute wie wir halt so herablassend sind dem armen Muslim Ja, gegenüber. es liegt nur an uns. Die Schuld liegt nur auf unserer Seite. Es liegt an uns. Ja. Wir müssen mehr Integrationsleistung bringen. Ja. Brauchen mehr Sozialarbeiter und wir müssen besser Genau. zuhören und Wir werden besser uns bessern. erklären und ja. Deswegen werden wir ab jetzt die Urbane wählen. Aber ich gebe ihm recht, das Date mit der jungen Frau wäre wahrscheinlich wirklich ein Reinfall. Oh, also für mich wäre die gar nichts. Nee, nee. Also es wäre ein absoluter Reinfall. Also sie Also ist ich fand die zum hübsch, Ende. ja, Ja, aber absolut. Ich fand die anstrengend. zum. Entschuldigung. Ja, anstrengend vor allem. Ich fand die zum Ende hin, muss ich ehrlich sagen, dann auch nicht mehr so sympathisch wie am Anfang. Also, weil es wurde dann echt anstrengend. Gerade dieses Gelaber halt. Dieses Islamgelaber. War einfach unauthentisch. Also die ist, denke ich, einfach noch zu jung. Aber gut, jetzt regne ich schon wieder Person, ja. auf die Person da ab. Ich könnte mir mit Naja. der Schwester ein Date vorstellen, tatsächlich. Das eher noch, ja. Ja. Naja, aber Okay, gut, war ein bisschen wir sind ruhiger. hängen geblieben. Gut. So, letztes Bild, letzter Kommentar. Ja.
Heißt es Salz 2 oder? Ja, Salz 2. Jetzt geht's wieder ab. Oh, ein langer. Okay, den darfst du. Sekunde. Ja, erstmal schön groß, genau. Niki G. 7557 schreibt, so Minute 38. Grundsätzlich kann ich das aber nachvollziehen. Einerseits würde ich meinen Kindern ebenfalls meine Muttersprache beibringen wollen, wenn sie anders als Deutsch wäre. Also egal welche Sprache. Und andererseits kann eine bi- oder multilinguale Erziehung super vorteilhaft sein. Einerseits eröffnet das natürlich mehr Möglichkeiten für jemanden, wenn man zum Beispiel im Ausland Karriere machen will oder mit ausländischen Kunden viel zu tun hat. Und andererseits beeinflusst es natürlich einen auch auf intelligenter und kultureller Ebene, in der Lage zu sein, mehrere Sprachen verstehen und sprechen zu können. Schöner Satz. Und zum Fall Arabisch kann man noch sagen, dass hierbei ja neben Mandarin, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch sich auch noch um eine Weltsprache handelt, welche in zig verschiedenen Ländern gesprochen wird. Das kann schon eine Bereicherung sein. Ja, ihr wird es vermutlich nur oder hauptsächlich um den religiösen Aspekt gehen, wollte damit nur sagen, dass es abseits davon sehr vorteilhaft ist, aber auf religiöser Ebene kann ich es zu Teilen auch verstehen. Ich denke mal, einige Juden lehren ihren Kindern auch Hebräisch oder Hinduisten lehren ihre Kinder Hindi und so weiter. Nur im Christentum ist es ja etwas anderes. Da hat ja jedes Land seine eigene Bibelübersetzung, während es im Islam nur den arabischen Koran gibt. Okay, ich weiß gar nicht, warum wir das Salz 2 genannt haben. Ja, so salzig war das gar nicht. Auch gut, danke für die Einwände. Klar, ich muss jetzt gerade überlegen, haben wir uns überhaupt so an dem Thema Arabisch hochgezogen? Also klar, das Problem an der Stelle war, 3810, das war dann so ein Moment auch, wo das die ganze Zeit ging. Ja, Hauptsache immer was mit Religion, Religion, Religion. Und dann fängt die noch da an, ja, und Arabisch und ich bringe meinen Kindern das bei. Und es war, das, war dann einfach albern. War das der Part, wo die dann mit Marokko angefangen hat? Kann das sein? Ja, unter anderem, genau, oder? Genau. Ja, ich habe seit 2 Jahren die marokkanische Kultur entdeckt. Seit ganzen 2 Jahren. Bin jetzt voll drin. Ja. Also natürlich, jede Sprache, die man lernt, ist super. Schon allein für die persönliche Entwicklung. Man kann schon sozusagen besser die Leute verstehen, wenn man merkt, wie bilden die eigentlich Wörter? Oder wie laufen die Sätze bei denen ab und so. Natürlich. Mhm. Und ja, Karriere, klar. Also wenn du dann irgendwie schon, keine Ahnung, Tschechisch kannst oder so, ist das natürlich von Sinn. Ja, also ein Nachteil ist das nicht. Nee, gut, mehr kann ich dazu gar nicht sagen an der Stelle. Also, kein Aber-Satz diesmal. Nee, kommt kein Relativsatz, kein Aber. Ja, alles okay. Danke für den Kommentar. Es gibt ja aber auch Übersetzungen vom Koran, so ist es ja auch nicht, ne? Also gibt ja auch den türkischen. Ne? Ja, oder die deutsche Übersetzung von Rudi Parrett. Gut, wobei das eher was ist, was in den Islamwissenschaften benutzt wird. Also das ist jetzt keine Übersetzung, die man wirklich so schön liest. Also wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja immer 2 Arten von Übersetzung. Entweder genauso bei der Bibel. Du hast jetzt die Bibelfelder, wie heißt die? Elbfelder Übersetzung, glaube ich, oder so? Ah, weiß ich nicht. Ja, die ist zum Beispiel so mega, mega punktgenau. Also da sind auch die ganzen Maßeinheiten noch im alten Stil. Und dann hast du halt Übersetzungen, was weiß ich, zum Beispiel Neues Leben, Bibel ist so eine Bibel. Da sagt der Jesus dann, das und das ist 10 Cent wert oder das 2 Euro, weißt du? Ah, okay. Das ist dann, ja, da ist es mehr so unserem Sprachgebrauch angepasst. Und klar, ja. Beim Koran wird es wahrscheinlich auch, also die Rudi Parrett-Übersetzung ist die islamwissenschaftliche, das weiß ich, aber es wird sicherlich auch eine allgemeinsprachliche deutsche Übersetzung geben. Also das Einzige, was ich noch so weiß, ist, dass ja immer gesagt wird, wenn man den Koran übersetzt, dann hört diese ganze Phonetik und Tonalität auf zu existieren, weil sich dort ja alles reimen täte und so weiter. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe ja den Koran selber gelesen. 90% dieses Buches ist eine Wiederholung derselben Verse. Ja, das sowieso. Und 10% Inhalt schlussendlich. Und ja. Also das heißt, wenn ich es schaffe, diese Verse, die sich immer wiederholen, zum Reimen zu bringen, ja, dann habe ich 90%, was sich reimt. Wahnsinn. ich glaube, in Deutsch mit dem Gedicht schreiben, da wäre ich nicht so durchgekommen. So Haus-Maus-Reimen. Ja. Aber gut, das ist ja kein Problem.
Ja, also danke für den Kommentar. Können wir jetzt nicht großartig widersprechen. Ist ja eher so eine Art Ergänzungskommentar. Genau, wir sind jetzt auch schon bei 25 Minuten. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal hierbei bewenden. Aber die Message an euch soll sein, wir nehmen eure Kritik ernst. Und wir werden auch in Zug, also es gibt ja jetzt zum Beispiel noch so eine Ausgabe Halle Dating. Wir haben im Vorhinein überlegt, ob wir das jetzt nochmal besprechen. Aber ich glaube fast nicht, dass wir es machen, weil da wäre wieder das Problem, dass wir sehr auf die Personen eingehen würden. Und zum Konzept haben wir ja schon alles gesagt. Ja, stimmt. Es ist jetzt einfach nur nochmal der Rollentausch, der es interessant machen täte. Ja, Ne? bei dem neuen sucht ja einen Mann, eine Frau. Ja. Genau. Er nimmt Nun sie dann alle gut. drei. Nun gut, wir werden in Zukunft, ja, wir werden das so mitnehmen, würde ich sagen. Also einfach, dass wir in Zukunft auch vielleicht von der Auswahl der Themen hier darauf achten, dass wir halt wenig Privatpersonen vor dem Bildschirm haben, sondern wirklich politische Akteure oder so. Oder ja, Leute, die halt irgendeine Message haben, irgendein Sendungsbedürfnis. Weißt du, was ich meine? Ja gut, ich denke mir auch dann aber auch immer, niemand hat die gezwungen, dort mitzumachen. Die kriegen Geld dafür. Ah, ist ja richtig, ist Ah. ja richtig. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe, na gut, ich habe mich ja jetzt schon dreimal Ja. wiederholt. Wir gehen das nächste Mal auf die Leute hinter der Kamera. Ja, genau. Ja, gut, liebe Leute, ich hoffe, wir konnten es ein bisschen darlegen alles. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Genau, mach's gut.